Diagnose frühkindlicher Autismus. Ja, wie hat alles begonnen? Also mein Sohn ist im November 2015 geboren. Eine ganz normale Geburt, nichts Ungewöhnliches. 3050 Gramm. Kerngesunder Junge, nichts Auffälliges. War eigentlich alles okay. Es war eine ambulante Geburt. Gleicher Tag wieder nach Hause, beide fit, nichts Ungewöhnliches. Die ersten Wochen, ja, mit einem Neugeborenen sind natürlich anstrengend, ist immer so. Er hat sehr, sehr, sehr wenig geschlafen. Sehr wenig. Also meistens nie länger als 2 Stunden am Stück. Das hat mir aber noch keine Sorgen gemacht, weil das ist, jedes Baby ist ja anders, jeder Säugling, manche schlafen früher durch, manche nicht. Er war aber schon als Säugling quirliger. Quirliger, als ich es von meinem großen Sohn zum Beispiel kenne. Oder auch von Freunden, die Babys. Er war sehr quirlig, immer aktiv. Oder ich sag mal überaktiv, wenig geschlafen, unregelmäßig gegessen, viel geschrien. Gesundheitlich war alles in Ordnung, keine Koliken oder ähnliches oder Probleme mit Bauchschmerzen oder was Babys halt so haben. Somit, ja, ich würde sagen 6, 7 Monaten. Fing es auch langsam an mit, ja, so mit Krabbeln will ich jetzt nicht sagen, aber mit einer Art Fortbewegung. Also alles im normalen Rahmen. So ging es dann immer weiter. Das wenige Schlafen ist geblieben, und zwar bis heute. Er ist eigentlich permanent übermüdet, weil er immer zu wenig schläft. Wenn er wach ist, ist er immer auf 360%. Also Augen auf, Vollgas, bis wieder zum Einschlafen. So ist es bis heute geblieben. Er ist seit Sommer, ja, jetzt seit diesem Jahr Sommer, erst trocken. Es war ein ganz großes Problem, dieses Windelthema. Er wollte sich nicht von seiner Windel trennen. Das war für mich eine monatelange Vorbereitung auf diesen einen Tag. Für mich waren das die Sommerferien. Ich habe ihm immer gesagt, wenn die Sommerferien beginnen, mit dem Tag haben wir keine Windel mehr. 3, 4 Monate vorher habe ich das schon angefangen vorzubereiten. Weil das ist für ihn sehr wichtig, dass keine Sachen plötzlich auftreten. Er muss auf alles, egal was es ist, vorbereitet werden. Und zwar nicht nur 1, 2 Mal sagen, sondern manchmal wirklich Wochen und Monate. Damit er diese Situation, wenn sie dann eintritt, kompensieren kann, dass er damit umgehen kann oder für ihn einigermaßen erträglich umgehen kann. So auch mit dem Windelthema, was wir jetzt ja mittlerweile geschafft haben, wo ich sehr glücklich drüber bin. Ansonsten ist er ein gesunder Junge, Brillenträger seit letztem Jahr, er hat sehr schlechte Augen. Warum auch immer, also Papa und Mama haben jetzt nicht so schlechte Augen, aber das kann halt vorkommen. Würde ich nicht unbedingt jetzt mit dem Autismus in irgendeinen Zusammenhang bringen. Damals fing er nicht an zu sprechen. Er wollte einfach nicht sprechen. Mit 2 Jahren hat er immer noch nicht gesprochen, kein Wort. Und da haben wir schon mit dem Kinderarzt gesprochen, dass das ja sehr ungewöhnlich ist, ne? Aber er sagte auch, ja, manche sprechen früher, manche später, war also auch noch nicht bedenklich. Irgendwann so mit 2,5 fing er an zu sprechen, und zwar von heute auf morgen. Da war kein Baby-Blabla vorher oder irgendeine Babysprache. Er sprach gar nicht, und am nächsten Tag sprach er vollständige Wörter und manchmal schon kleine Sätze. Von jetzt auf gleich. Das ist also das Erste, was eigentlich ziemlich ungewöhnlich war. Wo ich aber auch noch nicht
Ja, es hat mich schon immer wieder gewundert, aber jedes Kind hat sein eigenes Tempo, auch beim Sprechen, beim Laufen, egal wobei, beim Trockenwerden. Habe ich gedacht, okay, er ist halt später dran, nicht weiter schlimm. Er sprach dann auch ziemlich zügig, sehr mit einer sehr guten, ja, er konnte sich sehr schnell sehr gut ausdrücken. Also untypisch für sein Alter. Man würde sagen, so, ja, wie ein kleiner Klugscheißer, Besserwisser. So hat er von Anfang an gesprochen, ne? Das war schon, ja, am Anfang hat man das belächelt, ne? Aber das waren schon so Anzeichen, heute weiß ich das, aber das waren schon so Anzeichen, die in diese Richtung gingen. Er konnte zum Beispiel selbst schon als Säugling im Stubenwagen nicht alleine in einem Raum sein. Ich musste immer da sein. Also da sein hat gereicht. Meine Stimme hat gereicht. Manche Kinder, man kann den Staubsauger anmachen, dann sind die beruhigt, ne? Das ging bei mir nicht. Also ich musste da sein, präsent im gleichen Raum. Das ist auch bis heute so. Sobald ich aufstehe, den Raum verlasse, steht er Gewehr bei Fuß neben mir auf 10 cm, egal wohin ich gehe, zum Toilettengang, zur Dusche, zur Tür, ins Bett, wohin auch immer, in die Küche. Er geht auf Schritt und Tritt mit. Das ist aber nur bei mir so. Bei Papa ist das zum Beispiel nicht so. Der kann den Raum verlassen, ob mit Ansage oder ohne, das ist so eher für ihn neutral, kein Problem. Ich bin also die alleroberste Bezugsperson in allem. Er geht mit mir ins Bett, er steht mit mir auf, er duscht mit mir, er isst mit mir, er trinkt mit mir. Egal was ich tue, er ist immer dabei. Immer. Was natürlich auch unser Familienleben extrem einschränkt. Also er hat noch nie in seinem eigenen Bett geschlafen. Das ist nicht möglich. Es sei denn, ich liege daneben. Da kann man sich mit arrangieren, aber naja, muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Es ist wirklich für mich ein 24-7-Job, obwohl er 6 Jahre ist mittlerweile. Er lässt sich oder er zieht sich nicht alleine an, das muss ich machen. Er zieht sich nicht alleine aus, das muss ich machen. Er geht nicht alleine zur Toilette, da muss ich dabei sein, ihm den Deckel hochhalten oder Popo abputzen oder. Und das geht auch nur mit mir, das geht nicht mit Papa oder einer anderen Person. Nur ausschließlich mit mir. Beim Essen, er hat Phasen, da isst er wochenlang nur eine Speise. Immer wieder, jeden Tag. Ob es mal Fischstäbchen sind oder Chicken Nuggets oder Nudeln oder was auch immer, aber wochenlang das Gleiche. Das ist auch so eine Sache, die. Er hat. Ja, Ticks will ich es nicht nennen, aber Marotten. Sein Frühstücksbrett zum Beispiel muss immer im rechten Winkel auf dem Tisch liegen. Das Messer muss immer gerade liegen, darf nicht schräg liegen. Die Schuhe müssen immer in der gleichen Reihenfolge angezogen werden. Blaue Legosteine dürfen nicht mit grünen Legosteinen zusammenliegen. Auch bei der Jacke, die Ärmelreihenfolge muss richtig sein. Das sind alles Kleinigkeiten, die man aber erstmal herausfinden muss, die jeden Tag variieren. Es kann jeden Tag was dazukommen, was anderes fällt weg. Es ist wirklich schwierig. Es ist schwer, jeden Tag rauszufinden, was er heute möchte oder wie seine Welt heute aussieht. Manchmal reicht es schon, wenn es morgens regnet, dann ist sein Tag schon gelaufen und da kann man auch nichts machen. Er wird sehr aggressiv, sehr schnell, sehr aggressiv, insbesondere gegen mich und auch gegen andere Kinder. Mit einem für mich manchmal oder für Außenstehende überhaupt ohne einen ersichtlichen Grund. Natürlich hat er einen Grund. Er selber hat einen Grund dafür, den ich aber selbst als Mutter manchmal nicht rausfinden kann. Manchmal kann ich ihn wirklich nur, wenn er in so einer Situation ist, wo er nicht weiterkommt, kann ich ihn nur vor sich selber schützen.
ich komme dann nicht an ihn ran in dem Moment. Es ist einfach nicht möglich. Wir beide müssen das dann durchstehen. Das dauert manchmal 2 Minuten, manchmal 20 Minuten. Es ist ganz unterschiedlich. Je nach Tagesform, je nachdem, wie der Tag gelaufen ist. Der Tag muss ganz strikt getaktet sein und immer der gleiche Ablauf. Da darf nichts Unvorhersehbares dazwischen kommen. Dann haben wir ein Drama, ne? Das ist in der Realität alles sehr schwer zu handeln. Mutter von autistischen Kindern, Mütter, die werden das verstehen, die wissen, was ich jetzt meine. Aber für Außenstehende ist das manchmal nicht nachzuvollziehen. Ne? Da darf jetzt nicht zum Beispiel das Telefon klingeln, das sowieso, wenn ich telefoniere oder überhaupt mit anderen Personen sprechen möchte oder muss manchmal auch, ist das nicht möglich. In seiner Gegenwart ist das unmöglich. Er flippt sofort aus, weil die volle Aufmerksamkeit nicht auf ihn gerichtet ist. Ich kann kein Telefonat führen in seiner Anwesenheit. Das ist einfach nicht möglich. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist aber so. Oder eine Freundin. Früher kamen noch Freunde zu Besuch. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Es kommt keiner mehr. Ne? Aber wenn mal eine Freundin kam und man trank Kaffee zusammen, hat er irgendeinen Blödsinn gemacht. Irgendetwas nur, um dieses Gespräch zu unterbinden und sich in den Mittelpunkt zu stellen. Deswegen waren meine Gedanken früher immer zuerst, er hat ADHS. Durch dieses extreme Gefühl nach oder diese extreme Suche nach Aufmerksamkeit. Er hat auch einen Teil ADHS, es ist auch ein Teil seiner Diagnose, das tritt oft auch in Kombination auf. Wobei dieser Autismus bei ihm, dieser frühkindliche Autismus, doch die Überhand hat und uns das Leben wirklich schwer macht. Insbesondere ihm. Wir Erwachsenen können da noch mit umgehen, aber für ihn ist es natürlich schlimm. Es will schon keiner mehr mit mir spielen, sagt er. Ja, will keiner mit ihm spielen. Er ist Außenseiter, er hat keine Freunde, wobei er auch keine Freunde will. Er kann nicht mit jemandem zusammenspielen. Er könnte höchstens nebeneinander spielen mit jemandem. Das ist schwierig. Ne? Das ist auch schwierig für uns, das manchmal einfach zu akzeptieren, dass er keine Freunde hat. Und wir haben es am Anfang immer gut gemeint, haben Freunde eingeladen, mit denen er spielen kann oder zu seinem Kindergeburtstag. Wir haben gedacht, gut, dann kommen 4, 5 Kinder. Es ist jedes Mal in einer Katastrophe ausgeartet. Also wir haben ihm damit eher geschadet, als dass wir ihm damit eine Freude gemacht haben. Und jetzt nächstes Jahr geht es zur Schule und das ist jetzt eigentlich so ein Meilenstein, über den ich mir ganz, ganz viele Gedanken mache, was die richtige Entscheidung ist. Aber es wird mir niemand sagen können, ne? Auch diesen Weg werden wir wieder alleine bewältigen müssen. Und deswegen ist auch dieser Kanal hier oder entsteht dieser Kanal, um sich auch einfach austauschen zu können. Denn, wie gesagt, zu uns kommt niemand mehr. Ne? Es ist ja kein vernünftiges Gespräch bei uns möglich, solange das Kind im Hause ist. Es ist sehr traurig, das ist auch schade, es ist auch für uns als Eltern schade, dass wir keine sozialen Kontakte mehr pflegen können. Aber es ist nun mal so und im Moment habe ich dafür auch noch keine Lösung. Außer, ich sag mal, im Internet irgendwie zumindest mit jemandem zu schreiben, zu chatten, wie auch immer, der Ähnliches erlebt oder erlebt hat. Alles andere ist schwierig, auch innerhalb der Familie schwierig. Ne? Auch wenn Mama und Papa mal was besprechen müssen, ist genau das Gleiche. Ne? Mama soll nicht sprechen mit irgendwem anders. Mama muss nur für mich da sein und zwar zu 100%. Er holt sich auch nicht selber. Ne? Und manchmal ist es die Gabel auf dem Tisch, die neben seinem Teller liegt. Die muss ich ihm aber geben. Auch Papa darf das nicht. Ne? Das muss Mama machen. Und wenn Papa es dann doch macht, ja, dann haben wir wieder ein riesiges Theater. Es ist wirklich schwierig. Also es werden wahrscheinlich noch hunderte von Videos folgen, bis ich quasi mir alles von der Seele gesprochen habe. Aber vielleicht findet sich der ein oder andere in diesen Videos wieder und lasst euch hier sagen, ihr seid nicht allein.
Es gibt auch noch genug andere Mütter und Väter, die Gleiches durchmachen. Und lasst uns einfach zusammenhalten, uns gemeinsam unterstützen. Und dann werden wir auch einen guten Weg finden für uns und auch für unsere Kinder. Denn auch wir sind wichtig. Die Kinder sind natürlich für uns immer das Wichtigste, aber auch wir müssen fit bleiben, gesund bleiben. Ich hatte zum Beispiel schon 2 Krankenhausaufenthalte wegen Herzrhythmusstörung, weil mir einfach alles zu viel ist oder zu viel geworden ist. Ich habe das lange verdrängt, aber es ist in der Tat so. Das ist immer nur ein Fordern, ein Fordern, ein Fordern. Und irgendwann ist einfach die Kraft ja, am Ende. Wir können keine Urlaube machen, wir können nicht mal essen gehen, das ist alles nicht möglich. Und das zehrt schon wirklich sehr. Also lasst euch alle nicht entmutigen, fühlt euch gedrückt und bis bald.